Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. Ja, wir sind gerade mit dem Trikopter unterwegs und sind beim letzten Mal erfolgreich zerstört worden. So, jetzt kenne ich den Weg auch wieder. Können wir etwas schneller durchfliegen? Ups. Ja, fast hätte ich ihn noch an der Wand geklatscht. Tausende von Dollar. Ach, was rede ich? Zehntausende von Dollar. Und dann einfach mal gegen die Wand klatschen. So. Ich glaube, diesmal versuche ich es. Ah, fuck. Ups. Aha, damit hast du nicht gerechnet. Beim Singleplayer habe ich das mal gemacht, dass ich hier den Kasten einfach in die Luft gejagt habe. Dann mal los. Ach so, kann ich jetzt auch wieder tun. Und zing. Party beginnt. Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Offset. Mist. Wir haben ein Problem. Stromausfall. Check den Keller. Bewegung. Bewegung. Bewegung, Bewegung. Ja, da sehe ich doch schon jemanden. Und da auch. Und da oben war gerade noch einer. Ich dachte, ich hätte gerade noch einen gesehen. Das Problem ist, der kommt jetzt genau hier hin. Wird er die offene Tür sehen? Nein, wird er nicht. So. Na? Ah, verdammt. Jetzt heißt es rennen. Oh fuck. Blöder Köter. Scheiße, jetzt gehe ich drauf. Ma. Ganz knapp hat er mich noch gesehen. Ich weiß. Das war's für dich, Kollege. Da haben wir noch einen Kollegen. Ach, den da oben sehe ich nie. Da ist der Hund. Den soll ich einfach? Mist. Oh je. Das ist so ein Glücksspiel.
Oh je. Nein. Was Neues von Miller? Der meldet sich nicht. Ich suche ihn lieber. Ach, bitte nicht suchen. Oh Leute, ich habe so das Gefühl, dass das hier noch bitterböse in die Hose geht. Ist klar. Wow. Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Irgendwo war hier doch noch einer, den ich einfangen sollte. Was ist der denn? Hallo? Einen von euch Kollegen sollte ich mir schnappen. Was entdeckt? Der vordere oder der hintere? Hier ist nichts. Mist, genau der andere. Ich muss jetzt einmal kurz aufpassen. Treffer. Und der andere Kollege geht einfach vorbei. Oder was? Nö. Den einen hier muss ich noch kriegen. Da hinten haben wir einen. Muss ihn noch markieren. Okay. So, jetzt haben wir es. Jetzt kann ich hier weg. Boah. Das war ja was. Ich meine, war das nicht hier rüber? Ja. Sam, wir haben ein Problem. Das SMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Luris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fasi zu hören. Behalt ihn im Auge. Toll. Ihr seht schon die schönen roten Leitungen. Hier sind über... Och, du Scheiße. Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Bitte komm. Ich habe die Blaupausen überprüft. Komm näher. Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Ja, ich sehe es. Boah, war das knapp. Ich muss diese blöden Kisten ausschalten. Man sieht halt... Ja, da sieht man schon sehr schön den Raum. Boah, ist hier viel los. Verstanden. Such im nächsten Abschnitt weiter. Versuch es. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. Ja, habe ich gerade getan. Weiter zum nächsten Abschnitt. Komm, noch ein Stückchen. Statusbericht. Das war's für euch, Kollegen. Ich muss noch umschalten wieder auf tödlich. Und sammle ich hier alles Mögliche. So. Jetzt ganz. Uhuhuhuhu. Ach, da oben laufen sie rum. Muss nur aufpassen, dass mich hier keiner überrascht.
nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. So, über mir sind schon... Ich muss irgendwie nach oben. Das ist am besten ohne gesehen zu werden. Hier höre ich schon wieder überall diese blöden Laser. Komm ich hier durch? Ach, da ist gesperrt. Kommt man da durch? Toll. Ein kleines Räumchen. Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. So. Ach du Heimatland, sind hier viele. Keine Markierungen mehr. Sauber. Ich muss ja aber 50 markieren. Zu viele Gegner. Es gibt doch gleich sicher wieder einen Aufstand. Nein. Verteilen und die Suche ausweiten. Hier ist nichts. Verteilt euch und sucht weiter. Boah, ich hab Angst. Ah, ich weiß, dass hier irgendwo gleich einer kommen wird. Komm her und hilf mir suchen. Ach, da kommt er schon. Boah, ist das knapp. Bitte, bitte nicht. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. Ja, gib mir nicht solche dämlichen Ratschläge. Das war's schon. Dann halt so. Ja. So viel dazu. Grim, ein vorgefertigter Panikraum? Er ist noch hier. Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Ja. Gib mir nicht auch einen Keks. Was war das denn? Ich hab die falsche Waffe. Wie konnte das denn jetzt passieren? Wo ist mein Sniper hin? Ja, geil. Boah, wie genervt er schon klingt. Na, wenigstens habe ich jetzt alle hier. Ey. Ich wollte den Partner da hinten auch noch... Was ist denn gerade mit dem Spiel los? Verdammt. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Eines weiß ich aber dadurch jetzt. Zum einen, dass es da oben gefährlich ist. Und zum anderen,
wo die Gegner hier laufen. Und zudem habe ich noch ein paar schon erledigt. Aber hier ging es doch irgendwie hoch. Toll. Ich muss die da oben wegbekommen. Ja, da treffe ich von hier aus nichts. Nicht ohne meinen Sniper. So sichern wir einen größeren Bereich. Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Toll. Nicht dahin rennen. Ich will da doch nur die Wand hoch. Ach, geht doch. Wow. Bei dir was zu sehen? Nein, hier war nichts zu sehen. Licht aus, Arschloch. Dachte ich hätte was gehört. Ja, hier. Hey, du. Okay. Ich habe da drüben jemanden gehört. Ja, komm schnell her. Das war zwar jetzt nicht geplant, aber sehr effektiv. Ayuda. Den Panikraum gefunden. Die Stahltür ist mindestens 20 cm dick. Nori hat keine Kosten gescheut. Versucht durch die Decke, die ist dünner. Man sieht das her. Durch die Decke. Das heißt, ich muss da drüber. Okay. Nicht. Man sieht das her. Na, und schon ist er weg. Wie sieht's bei dir aus? Hab nicht. Oha. Ich hasse sie. Noch einer. Habe ich mal wieder alle ausgeschaltet. So. Es sieht gerade mal so aus, als könnten wir ungestört nach oben gehen. Das ist mir echt zu ruhig. Pling, pling. Irgendwo hier ist das Datenpaket. Da. Moment mal, war das jetzt hier? Ach. So. Das haben wir auch geschafft. Haben wir alle drei Sachen wenigstens. So. Und wir sind direkt über dem Raum. Durchbrechen.
ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Oh oh. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Außer Sam. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nicht sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Erstmal hinsetzen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Ja, und da kommen wir erst beim nächsten Mal leider hin. Also bis dann. Tschüss.